Am Wochenende soll sehr schönes Wetter sein. Was meint ihr? Sollen wir am See zelten gehen? Das wäre toll! Eigentlich wollte ich am Wochenende mal wieder mit Lisa spielen. Wir hatten uns schon darauf gefreut, weil wir schon länger nicht abgemacht haben. Vielleicht könnte ja Lisa mit zum Zelten kommen. Oder Michael, wir haben doch noch ein kleineres Zelt. Ja, von mir aus kann sie gerne mitkommen. Das wäre toll. Ich frag sie gleich. Wir sollten dann vielleicht noch ein paar Sachen zum Grillen mitnehmen. Ja, wir haben noch Fleisch da. Ich will mir auch eine Tasche packen mit vier Sachen. Gut, mach das. Aber nicht zu viel. Wir müssen ja auch noch alles ins Auto bekommen. Klar, mache ich. Ich habe mit Lisa telefoniert. Sie darf mitkommen. Prima, dann fahren wir morgen früh los. Hallo. Hallo. Ich freue mich schon so. Wir Kinder haben ein eigenes Zelt. Wie cool. Danke, dass Lisa mitkommen darf. Schon gut, die Kinder haben zusammen sicher viel Spaß. Ja, das denke ich auch. Tschüss, Lisa. Tschüss, Mama. Hoffentlich kann ich im Zelt einschlafen. Ganz bestimmt, das wird schon klappen. So, jetzt ist alles im Auto. Wir können los. Guten Morgen, wir hätten gern einen Platz für zwei Zelte. Ja, in diesem Bereich hier können Sie sich einen aussuchen. Bitte passen Sie gut auf Ihre Wertsachen auf. Wir hatten in letzter Zeit immer wieder Diebstähle, aber die Polizei kümmert sich schon darum. Okay, danke für den Hinweis. Also ich finde diesen Platz sehr schön. Außerdem hat hier der Gärtner gerade Ordnung gemacht und alle Steine und Äste zusammengesammelt. Ja, hier ist es gut. Kann ich gleich ans Wasser, Mama? Nein, erst müssen wir mal alles auspacken und die Zelte aufstellen. So, das ist dann euer Zelt. Cool, komm, wir legen gleich unsere Schlafsäcke hinein. Ja! Sollen wir mal ans Wasser schauen? Oh ja, vielleicht ist das Wasser ja schon so warm, dass man baden kann. Ich nehme gleich meinen Eimer mit. Vielleicht finde ich ein paar schöne Steine. Und später können wir vielleicht noch ein paar lustige Fotos machen. Ich habe extra meine Kamera dabei. Passt auf am Wasser. Anna, du ziehst besser noch Schwimmflügel an. Okay, Papa. Ich gehe mal ein bisschen Holz sammeln, zum Feuer machen. Ist gut. Ich räume noch alles ins Zelt. Ah, hier ist gutes, trockenes Holz. Damit kann ich ein prima Feuer machen. Mama, hast du meine Kamera gesehen? Nein, wo hattest du sie denn zuletzt? Ich habe sie hier vor unser Zelt gelegt. Vielleicht hast du sie auch ins Zelt gelegt? Schau doch dort mal nach. Nein, da ist sie nicht. Sie ist nirgends. Hier ist sie auch nicht. Sie wurde gestohlen! Oh nein, meine gute Kamera! Das ist ja wirklich komisch. Wir waren doch gar nicht lange weg und eure Mama war hier. Ich habe nichts bemerkt. Ich war hier im Zelt. Das ist ja echt das Letzte. Jetzt sind wir gerade ein paar Minuten hier und wurden schon beklaut? Wir müssen den Dieb finden. Ja, wir legen uns auf die Lauer. Zum Glück habe ich mein Notizbuch mitgenommen. Also, schaut euch mal um, ob ihr irgendwas Verdächtiges bemerkt. Das kleine Auto da drüben mit dem Wohnwagen finde ich verdächtig. Ja, stimmt. Wer fährt denn schon so ein seltsames Auto? Ich checke mal noch die Leute im Café. Da arbeitet ein Kellner, der sieht aus wie dein Onkel Martin. Stimmt, der sieht ihm ähnlich. Aber das kann er nicht sein. Onkel Martin ist Polizist. Er ist trotzdem verdächtig, weil er könnte sich als Kommissar Overbeck tarnen und dann die Leute ausrauben. Naja, ich weiß nicht. Aber ich schreib's mal auf. Eigentlich könnte es doch jeder hier auf dem Platz gewesen sein. Ja, stimmt. Mittagessen. Lecker. Der Campingplatz ist wirklich top gepflegt. Der Gärtner ist die ganze Zeit unterwegs und sammelt Müll ein. Ich bin fertig. Ich auch. Am besten, wir observieren zuerst das komische Auto da drüben. Gustav! Oh nein! Unser Geldbeutel ist weg. Ich habe überall gesucht. Spurlos verschwunden. Hier wohnen die Hinterwäldler. Und es sieht so aus, als wären sie auch bestohlen worden. Wir können sie von der verdächtigen Liste streichen. Der Gärtner ist immer und überall unterwegs. Er hat immer einen Sack dabei. Vielleicht ist er es. Vielleicht sollten wir mal in seinen Müllsack reinschauen. Vielleicht sammelt er ja nicht nur Müll, sondern auch Wertsachen. Jetzt! Nein, da ist kein Diebesgut drin. Okay.
Dann müssen wir als nächstes den Kellner im Café beobachten. Kommt, wir schleichen uns näher ran. Wo ist er denn? Lena, das ist Onkel Martin. Sehr seltsam. Lasst uns mal hingehen. Was macht er denn nur da? Hallo, Onkel Martin? Oh, Kinder, was macht ihr denn hier? Wir zelten. Die Frage ist, wo er? Was machst du hier? Psst, leise. Ich arbeite hier undercover. Das heißt, ich ermittle verdeckt. Es gab sehr viele Diebstähle hier auf dem Campingplatz. Ich bin dem Täter hier auf der Spur. Ja, mir wurde vorhin meine Kamera gestohlen. Und Frau Hinterwelt lag gerade eben der Geldbeutel. Aha, das ist sehr interessant. Ich habe hier den Ein- und Ausgang hier im Blick. Es hat vorhin die ganze Zeit niemand den Campingplatz betreten oder verlassen. Das heißt, der Dieb ist hier noch auf dem Platz. Vielleicht ist es doch jemand von den Dauercampern oder den Angestellten. Weil das geht ja jetzt schon eine ganze Weile so. Wir könnten dem Dieb doch eine Falle stellen. Aber was könnten wir hinlegen? Sehr, sehr gute Idee. Ihr setzt euch am besten in euer Zelt. Ich gehe zu den Toiletten und lasse meinen Geldbeutel vor eurem Zelt fallen, als hätte ich ihn verloren. Und dann beobachten wir alles. Okay. Oh, schau mal, die schöne Katze. Oh, die ist aber süß. Komm, wir streicheln sie. Oh nein, der Geldbeutel ist weg. Wer hat ihn denn jetzt genommen? Wir haben es nicht gesehen. Schon weg. Das ging jetzt aber schnell. Das ging mir zu schnell. Aber da ist doch der Gärtner. Moment mal, haben Sie hier meinen Geldbeutel gesehen? Ich muss ihn gerade hier verloren haben. Nö. Ich möchte mal schnell in diesen Sack schauen. Nur Müll. Und was ist unter dem Gras? In der Schubkarre? Aha, da haben wir ja meinen Geldbeutel. Den muss ich aus Versehen mit dem Gras aufgenommen haben. Das habe ich gar nicht gesehen. Sie sollten jetzt aber besser mit der Wahrheit herausrücken. Ich bin nämlich Kommissar Oberbeck. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Wo lagern Sie denn eigentlich Ihre ganzen Gartengeräte? Aha, da haben wir ja alles. Kameras, Handys, Geldbeutel. Sie sind verhaftet wegen mehrfachen Diebstahls. Juhu, und ich habe meine Kamera wieder. Ich mache gleich mal noch ein Erinnerungsfoto. Mein Mann hatte bei dieser Folge mal wieder einen lustigen Versprecher. Den dürft ihr euch jetzt noch anhören. Sollen wir wieder mal am See zelten? Am See? Wenn ihr auch noch nie am See gezeltet habt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Wir hoffen, euch hat die Geschichte gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.